Welcome to the BattleTech Podcast. Hallo und willkommen zur neuesten Ausgabe vom BattlePod. Wir sind wieder zurück nach unserer kleinen Winterpause. Heute spreche ich wieder mit meinen grandiosen Co-Hosts, einmal dem Onai. Hallo Onai. Konnichiwa, minasan. Dann den Hoshi. Hallo Hoshi. Grüezi benannt. Und natürlich den Olli. Hallo Olli. Servus. Und danke einmal fürs Feedback und die Nachfragen, ob es uns noch gibt und die Wünsche, dass es uns weiterhin gibt. Wir können sagen, ja. Wir haben jetzt wieder die Zeit und haben die vergangenen Monate genutzt, um uns neue Themen auszudenken und wollen heute mit einem Thema, was auch noch ein Wunsch war, Battletech in Zeiten von Corona. Aber bevor es soweit ist, wollen wir noch ein paar Themen vom Thema machen. Olli, du hast einen Mech Mechanic Simulator irgendwo ausgegraben. Ja, liebe Grüße an Zam von BAFT, der hatte mich heute darauf hingewiesen. Das ist auf Steam, neben dem Tank Mechanic Simulator und weiß der Fuchs was, da kann man ja Flugzeuge, Autos, Panzer und ich glaube sogar auch Schusswaffen virtuelle zusammensetzen. Gibt es jetzt auch einen Mech Mechanic Simulator? Und das Teil habe ich mir heute mal angeguckt, also grafisch durchaus überzeugend. Vom Stil natürlich deutlich anders als Battletech, also es ist mehr so... so Exoskelett-mäßige Mechs. Das heißt, so etwas größer als ein Mensch und mit irgendwelchen Daka-Daka-Waffen bewaffnet. Und da kann man halt so wie beim Tank Mechanic Simulator halt auch das Ding komplett auseinandernehmen, mit jeder einzelnen Schraube reparieren, restaurieren, neu lackieren und in einer Shooting Range gegen Zieldrohnen auch einsetzen. Und im Vergleich zu den, was ich bisher so gesehen habe, sieht das, also an anderen Spielen dieser Art, sieht dieser Mech Mechanic Simulator auch in dieser Drohnenabschusssequenz nicht nice aus. Kostet auch nur 19 Euro rund bei Steam. Ich fürchte, die Stimmen in meinem Kopf sagen, dass ich es kaufen soll. also vielen Dank nochmal an Zam für den Tipp und alle da draußen, die sich das Ding mal angucken wollen. Ich glaube, ist ein witziger Snack, so für zwischendurch mal eine ruhige Stunde. Also ich mag es ja auch an den Panzern rumzubasteln und an Mechs. Wie, du hast das hier noch nicht geholt? Nee, jetzt noch nicht. Also ich bin jetzt gerade auch erst online gekommen. Ich, bist du ein bisschen enttäuscht immer schon? Ja, ja komm, also die 3 Stunden, die ich es jetzt weiß. Ne? Natürlich bis zum Ende des Podcasts wird das alles erledigt. Ja, lobenswert. Aber in 3 Stunden, du hättest das ja mit deinem Handy auf Steam kaufen können gleich. Echt, sowas meinst du? Da bin ich zu konservativ. Handy wird sich nicht durchsetzen. Genau, Teufelszeug. Die Faxmaschine muss nicht bezahlt werden, egal. Also wenn ihr euch das mal angeschaut habt, gebt uns gerne Feedback, wie ihr es findet. Dann würde ich sagen, kommen wir zu den Battletech-spezifischen Themen. Oh nein, Kickstarter, wie schaut's da aus? Ist dein Plüsch-Irby da? Nein. Zu meinem persönlichen großen Schmach, er ist noch nicht da. Am Anfang des Jahres kam die Meldung, dass sie eine weitere Lieferverzögerung haben. Da war eine Deadline, das war das chinesische Neujahr. Bis dahin wollten sie von ein paar Fabriken, die kritischen Lieferungen haben. Das sind halt die Minis, um die es da um genau zu sein geht. Das haben sie nicht geschafft. Sie haben wohl alle Hebel in Verbindung gesetzt, aber dann haben dann einige wenige dann zum Schluss dann gesagt, schaffen wir doch nicht. Im Endeffekt sieht es jetzt aus, dass sie im April 90% von dem, was sie brauchen, um die Lieferung zu starten, beisammen haben werden, sodass dann die Auslieferung der Wave 2 im Mai, Juni anfangen soll. Welches Jahr? Ja, steht kein Jahr dabei. Aber ich bin positiv, dass das noch dieses Jahr passieren wird. Hast du denn die neuen Figuren schon mal angemalt, die jetzt schon da sind? Nope. Ich kann mich, um ehrlich zu sein, immer noch nicht entscheiden, was ich draus mache. Also ich habe einige Regimenter, also nicht Regimenter, aber ein paar Kamos habe ich schon. Und ich tendiere momentan zur Kirchbach-Militia. Das ist eine drakonische kleine Einheit, aber ich weiß es noch nicht. Ich kann mich irgendwie nicht entscheiden momentan. Ich habe bei meinen Figuren schon angefangen, also die eine Hälfte, also von der ersten Wave und auch von den Boxen.
Die sollen ja die Schwarze Witwe Company, die Blackwater Company aus den dritten und vierten Nachfolgekriegen halt werden. Sind grundiert, teilweise schon auch die roten Partien aufgemalt und dann hat mich so ein bisschen die Lust verlassen, weil es ist doch nicht ganz so spannend vom Tarnschema, wie ich es mir gedacht habe. Und tatsächlich Corona und nicht Tabletop spielen können, hat so ein bisschen Wirkung gezeigt, dass ich dann die Motivation hatte. Und dann hatte ich aber total Bock, eine Lanze im Tarnbemalung von F4 Phantom Jets aus dem Vietnam-Ära zu bemalen. Ihr kennt dieses sandfarbene mit den zwei verschiedenen Grüntönen. Mhm. Habt ihr ein Bild im Kopf? Und das wollte ich schon immer mal machen. Und ich hatte auch schon angefangen und hat ein paar Stunden gemalt, grundiert und ein bisschen Detail schon. Und dann habe ich mir eine Art Heck geholt und ich konnte nicht mehr sitzen für einige. Ja, und so stehen sie da jetzt noch. Aber ich denke mal, ich bin jetzt wieder so weit, weil alt wäre eine Scheiße. Also generell, also da kann man auch total bequem dann halt von der Couch halt auch dem Hobby frönen. Also inzwischen ist die inzwischen vierte Issue von Shrapnel draußen. Wer oder was ist Shrapnel? In der Regel möchte man es ja nicht abhaben. Das sind Kurzgeschichten aus dem Battletech-Universum. Da war mal angedacht, dass die in regelmäßigen Abständen kommen. Ich glaube, jetzt inzwischen alle zwei Monate. So die namhaften Autoren aus der Battletech-Szene, die man schon kennt, haben wir auch schon mitgeschrieben. Lauren Coleman ist dabei, Jason Schmerzer, wer nicht mag, wie auch immer. Jason Schmerzer finde ich super. Das sagt jetzt vielleicht nicht jedem da draußen was. Also die ersten Bücher. Ist einer der neueren Autoren von Battle. Ja, also die ersten Bücher, das war noch ein bisschen schwierig. Findest du, also ich habe das damals gelesen, dass kurz vor dem Dschihad, ich habe es jetzt gerade nicht im Kopf, wie es noch heißt, mit dieser Söldner-Truppe da den Stealthy Tigers. Das fand ich eigentlich ein ziemlich geiler Plot und gute Charaktere. Ah, ich bin damit nicht so warm geworden. Echt? Ich habe nochmal eine Frage, wenn ihr sagt, der Neue, der ist jetzt aber auch schon 10 Jahre dabei und ist immer noch der Neue. Ja, oder? Locker, ja. Ah, okay. Wenn du der Letzte warst, bist du der Neue. Ja, genau. Also generell die Shrapnels, die kann ich empfehlen, die gibt es momentan halt nur im Englischen. Krieg mal allerdings in allen möglichen Formaten als Kindle oder mag das Ganze lieber in Paperback. Aber es ist echt nett. Das ist in Issue 1 bis 3 waren auch noch so Zusatzfluff für MacWarrior Roleplay dabei. Waffen, Ausrüstung und so Kram. Jetzt im Issue 4 haben sie sich so mehr oder weniger solo darauf konzentriert, dass sie da dementsprechend die Kurzgeschichten raushauen. Und das ist ganz nett. Was ich mir ja zwischendurch gebe, auf Audible ist ja vor einiger Zeit schon auch das zweite Grey Death Legion Buch erschienen, der Söldnerstern. Und auch da wieder ist ja derselbe Sprecher, der auch den ersten Teil gelesen hat. Und der übrigens auch hier die Stealthy Tigers geschrieben hat. Ich glaube, die Kombination war es. Also ich mag den Sprecher auch nicht gern. Und auch auf der. Englisch, ja? Ja, auf Englisch. Mercenary Star, glaube ich, im Original. Mhm. Das ist einfach super cool. Also ich mag den total gerne. Die Story ist super. Ich höre das bei jeder sich bietenden. Ja, müssen wir das Audible wieder mal überdenken, ja? Mhm. Audible hat gerade ein Angebot, 6 Monate, A4,95. Oh, cool. Hälfte. Das muss ich dann schauen. Und es gibt auch ein neues deutsches Battletech. Es ist praktisch die erste. Gibt es ja eine Serie? Da gibt es jetzt 2, glaube ich. Und jetzt haben sie eine neue Serie gemacht, oder, Onai? Wie war das? Bisher waren auf Audible ja diese Kurzgeschichten aus der Einsteigerbox. Die hatten sie da rausgehauen. Das war jetzt nicht so besonders lang. Aber sie fangen jetzt an, wirklich alle von den namhaften Büchern in der Reihenfolge, wie sie damals erschienen sind, dann halt zu vertonen. Ja. Was das Einzige, was ich nicht mag, also der Sprecher ist jetzt nicht total furchtbar oder so, bitte nicht falsch verstehen, aber ich habe ein bisschen Problem mit dem, weil der spricht auch immer so und ja, immer ein bisschen. Also das ist so ein Sprachrhythmus. Also den hört man, also ich höre mir den sehr schnell sehr leid. Und ich glaube, was hattest du gesagt, Onai? Was sagt er immer, Mechs oder so, ne? Ja. Yeah. Da hast du dann immer Pusteln bekommen. Ja, da kann ich. Ja, es ist halt so. Aber naja, reinhören auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall bessere Qualität als das, was man zum Beispiel von YouTube hört, von irgendwelchen Amateuren, die Bücher dann nochmal vertonen. Ich sag jetzt mal Grim Dark Narrator, den habe ich rauf und runter gehört. Da muss man sich wirklich, wirklich darauf einstellen, auf diese Stimme, halt weitergeht, weil, wie gesagt, bei längeren Autofahren, ja, heutzutage ja, eher weniger. Das ist das Problem. Deswegen sage ich ja, bei sich jeder bietet eine Gelegenheit, aber die sind nicht so häufig. Ja,
Ja. Ich habe mich heute genötigt gefühlt, mit Fahrrad zu fahren. Da hatte ich dann endlich mal eine halbe Stunde Zeit, um wieder was Hörbuch zu hören. Egal. Oh, das habe ich das Wochenende auch vor. Gute Idee. Andere Sachen natürlich, das Battletech-Hobby, also die Verfügbarkeit von Modellen, von Büchern oder so, die nimmt jetzt gerade so wieder richtig Fahrt auf. Dementsprechend auch bei den Unternehmen, die halt nicht direkt was mit Battletech zu tun haben, aber ich sag mal so Fanfluff verkaufen möchten. Da ging es halt heiß her um die Zeit vor Weihnachten beziehungsweise kurz danach. Da habe ich mir in Alpha Strike, Alpha Strike Maßstab ist es ja dann nicht. Also passend zu den Miniaturen auf jeden Fall ein Borealis Landungsschiff geholt. Das ist da eigentlich ein Aurora. Das kennt der Olli. Aber auch nur, weil sie 20% runtergesetzt hatten. Also das ist momentan, kriegt man wieder unheimlich viel. Unheimlich viel. Gute Sachen. Zeiten. Genau. Unter anderem natürlich auch, und deswegen, der Ecke, der wird natürlich sagen, der Uni hat nicht ins Regiment gedacht. Ganz tolle Würfelsets zum Anlegen. Hat man ja nicht gekauft. Draußen, ihr könnt das nicht sehen, aber ohne. Oh ja. Okay. Das ist ein Set aus 15 Würfeln, in drei verschiedene Farben. Grün, Rot und Blau. Und die unterscheiden sich darin, dass man je nach Bewegungstyp, was man gemacht hat, das anlegt. In dem Fall heißt das, die Grünen sind die, mit denen, wenn man gegangen ist, also einfach nur gegangen. Das Rote ist, wenn man läuft, und das Blaue, wenn man gesprungen ist. Mhm. Und so kann man dann sofort, also das legt man einfach an, wie viel man sich bewegt hat, neben die Figur. Und dann kann man halt aus einiger Distanz schon sehen, ah, der ist gesprungen, der ist gelaufen, der ist einfach nur gegangen, und wieder die Modifikatoren sind. Das perfekt. Das ist auch etwas, was sich ja auch im Tabletop-Simulator total etabliert hat, aber dazu. Aber der hat ja auch noch in anderen Farben, in Schwarz, Weiß, Rot. Und ich habe jetzt für beiden ich bekomme eine Nachricht von Etsy, wenn es wieder da ist, aber es ist ja 23 Euro Versand. Mhm. Also ein paar von vom Regiment machen ja schon mit. Die Frage, wer noch mitmachen möchte von uns. Gucke Olli an. Herr hat zwei Sets gekauft, ohne 10 für die anderen mitzubestellen. Ja. Aber ich habe so viele Würfel, weißt du? Ich habe auch kurz gezuckt, aber ich dachte mir, ja, ich weiß noch nichts. Aber sprich weiter. Ja, der feine Herr Kau hat nämlich die anderen Würfel, hatte 8 Milliarden Stück gekauft mit dem von dem 36er-Logo. Aber die alle haben wollen, ja, die kauft er nur für sich. Unglaublich. Genau. Ja, aber circa eine Milliarde davon habe ich eben mehr abgekauft. Also so ist es ja nicht. Ja, ja. Ich habe trotzdem dann noch so 200-300 rumfliegen. Egal. Okay, dann was für mich ist Singleplayer MW5. Eine Überleitung. Genau. MW5 kommt auf die Xbox und irgendein DLC kommt, ne? Jawohl, Heroes of the Inner Sphere heißt. Genau, und das hat ganz, ganz ole ole super tolle neue Features. Wo ist er denn, der Feature? Ja, komm her, Feature. Also, ja. Und zwar in der Karrieremodus ist erweitert quasi, und man kann jetzt quasi Karriere machen in allen großen Häusern mit stärkeren Progress Lines und mit eigener Kampagne quasi und so. Ja. Gibt 5 neue Jobtypen, die man sich aussuchen kann, mit neuen Belohnungen natürlich dafür, neue Blueprints und neue Mech-Designs, 18 neue Warzones, 34 Industrial Hubs, 11 neue Questlines, mehr Open Exploration, Open World kann man es nicht nennen, weil es ein Open Universe mehr oder weniger. Aber mehr Open halt, ja. 7 neue Helden, die man verfolgen kann, und quasi mit einer storygetriebenen Hero Quest, wie sie es im Marketing schön sagen. 7 neue Mech-Chassis, über die man jetzt streiten kann, ob die gut oder schlecht sind. Also Corsair, nicht schlecht, finde ich. Ja. Vulkan, ja. Charger. Obwohl, ich habe neulich im Tabletop-Salon eine echt fiese Charger-Version gegen, da war auch mehr. Ich mag einfach nicht, wie das Ding ausschaut. Hat der Moto G, ist ja quasi ein Charger, aber den finde ich hübsch. Ja, der ist. Derwisch. Ja, ist halt ein Klassiker, ne? Also, Klassiker, ja. Champion und zu guter Letzt, der, natürlich als Fanservice, Marauder 2. Yeah! You always need more Marauders. Mit diesen Mechs kommen 50 neue Varianten dieser Mechs. Holla die Waldfee. Und also neues Equipment. Insgesamt 50 oder 50 jeder. Nee, insgesamt. Okay. neues Equipment.
ECM, geht er noch? EW-ECM, ja, kann man drüber streiten, ob man das braucht. Was heißt denn das? EW-erweitertes ECM oder was ist das? Ja, das Electronic Warfare. Das ist quasi das knapp vorm Null-Field-Generator, wenn sie es so implementieren. Also das ist meiner Meinung nach ein bisschen zu mächtig. Ich hoffe, sie tunen es ein bisschen. Beagle Active Probe, Mask und Supercharger und neue Waffen. Diese Teslas gibt es jetzt auch? Ja, genau. Der Öko-Locust. Tesla Supercharger. Der Öko-Locust. Genau, Öko-Locust. Da muss ich mal ganz kurz einhaken. Heute ist ja 1. April, wo wir das aufnehmen. Einer meiner Top 3 April Fools Gag war Bundeswehr in Deutschland, die den Wiesel mit Elektromotor angekündigt haben. Fand ich sehr schön. Fand die Idee auch gar nicht so dumm, muss ich sagen. Ja, du lachst. Ja, es gibt manche Staaten, die haben sowas. Genau. Ja, schon jahrelang. Die Dinger sind halt schweineleise, ne? Ja, und die haben auch eine scheiß Reichweite. Ne? Nächstes Thema. Was für eine Reichweite haben die denn? Die Türken, die fahren sowas. 5 Meter. Ja. Die haben, glaube ich, eine Reichweite von 40 Kilometern. Ein bisschen mehr vielleicht, aber das was willst du damit machen? Dann fährst du von Steckdose zu Steckdose. Also, ja, das ist nicht so wirklich viel. Also, und da brauchen 93 Stunden, bis er vollgeladen ist. Ja, das ist ein bisschen arg. Also da hatten sie jetzt in dem April-Scherz irgendwie 170 Meter oder so. Aber egal, wir kommen vom Thema, aber das fiel mir jetzt gerade dazu an. Also es gibt dann auch noch neue Waffen, die mich jetzt nicht gerade überzeugen, nämlich Chem-Laser, Short-Burst-Laser und Mac. Moment, was sind Chem-Laser? Das sind chemisch unterstützte Laser. Das ist so eine Experimentalwaffe, mit denen sie mal rumexperimentiert haben in der Innersphäre. Ich kenne eigentlich niemanden, der das jemals gespielt hätte. Ich glaube, das ist erwähnt worden in irgendeinem relativ frühen Add-on, wo es darum ging, dass man in Battletech halt seine Maschinen halt ein bisschen konvertieren kann. Aber das ist so eine Sache, das hat sich auch. Es gibt keine Chassis, die standardmäßig drin hat. Ja, und was ist daran besser? Es brennt noch ein bisschen rein in die Panzerung, oder wie? Vielleicht so ein bisschen Säureeffekt oder irgend sowas. Ne? Also, ich verstehe es nicht ganz, ja. Also die haben extreme Downsides gehabt, was ich mich erinnern kann. Ich glaube, deswegen hat es auch nie jemand gespielt oder so. Ich habe das bis zu der Liste noch nicht mal gehört. Ja, also. Naja, wir werden sehen. Wir werden sehen. Also, auf jeden Fall kommen noch. BGI wird sich sicherlich was dabei gedacht haben. Genau. Okay. Dann kommen neue prozedurale Missionstypen. Ein Beachhead-Feature. Oh, die habe ich gesehen. Die sind gar nicht so. Artillery Strikes. Also Artillerie. Das könnte lustig sein. Aber leider sind ja. Also, Entschuldige, wenn ich hier ein bisschen rante, aber viele Features von MW5 sind kurz lustig und danach ist man zu Tränen gelangweilt. Und dann kommt ein neuer Mond raus mit einer großen Mondbasis und einer Mondbasis-Garrison. Also das könnte auch lustig werden, wenn sie irgendwie Light Gravity gut implementieren auf dem Mond. Ja, das ist halt also ein Mondbiome sozusagen. Das heißt, das kann also theoretisch auf mehreren Planeten vorkommen, dass du da dann auf einer mondartigen Oberfläche unterwegs bist. So ist es, ja. Finde ich okay, weil das fehlt halt noch. Also ich könnte mir auch noch viel mehr vorstellen. So richtig dschungelmäßig zum Beispiel, da hätte ich auch mal Bock drauf. Ne? Das wäre auch mal was Neues. Also man hat es ja Viridian Bock in MWO. Solche Sachen, da hätte ich noch Lust drauf. Ja, wäre auf jeden Fall lustiger. Und wie viele Karten gibt es jetzt neu? Nur die eine, oder? Soweit ich gesehen habe, nur die eine, ja. Es ist ja keine Karte, es ist ein Biom. Bitte nicht falsch verstehen, ne? Das bedeutet nur eine Umgebung. Diese Umgebung werden ja dynamisch generiert und je nachdem, auf welchem Planeten du dich befindest, kann das Biom auftauchen oder nicht, ne? Und die werden ja auch dynamisch generiert. Das heißt, das Gelände hat halt jede Menge Versatzstücke und Elemente und wird dann je nach Situation und wird es ja von der KI sozusagen dann neu generiert. KI ist vielleicht das falsche Wort, aber vom Spiel. So. Genau, so ist es. Ja, das war's, glaube ich, so zu den MW5 News. Wie gesagt, für Xbox kommt der ganze Spaß heraus. Und Olli, weißt du, wann das rauskommt? Ich habe es jetzt nicht. 28. Mai, meine ich, hier gelesen zu haben. Und da kommt auch der DLC. Es kommt nicht nur für die Xbox raus, sondern es kommt auch auf GOG. Es kommt auf Steam. Xbox One halt, ne? Und zeitgleich kommt dann halt auch der DLC raus. Steht da was da drin, dass man Multiplayer dann auch Xbox mit regulär PC spielen kann oder ist das getrennt? Crossplay-Feature steht im Moment nicht drauf, ne? Nee, habe ich auch nichts gesehen. Es ist glaube ich, ich glaube auch, also soweit ich das bis jetzt in den Foren verfolgt habe,
glaube ich auch nicht, dass es funktioniert, wenn man es auf Steam kauft, dass man mit einem Epic-Freund zusammenspielt. Ja, okay. Weil die das irgendwie, dieses Connect, die haben quasi kein eigenes Friendlist-Handling, nenne ich es jetzt mal, sondern du hast nur quasi die Friends, die du auf der Plattform hast. Na, bin ich mal gespannt, ob sie das noch machen, aber wenn ich mit Freunden spielen will, kann ich ja auch MWO spielen. Genau. Ja, nee, also ich muss mal sagen, MW5 glänzt halt im Kooperativ. Wenn das halt nicht über die Plattform geht, das wäre dann schon großer Nachteil. Weil, ich weiß nicht, ihr habt ja jetzt noch nicht da mitgespielt, aber im Vergleich zum Alleinuntersein, das kickt halt. Und vor allem kannst du dann halt auch mehr Risiko eingehen, weil die KI-Kollegen, also ich habe schon Schlechteres gesehen, aber das geht definitiv besser. Und wir haben halt jetzt nochmal die Kampagne durchgespielt mit Stockbechs und minimal 64 km/h, also sogenannte 4-6er-Mechs. Und das war schon durchaus Anspruch, die Kampagne dann zu Ende zu bringen. Und da brauchtest du menschliche Spieler, die halt klug handeln. Mhm. Ja, klar. Das kann ich mir vorstellen. Ich glaube auch, das ist die einzige Methode, wo MW5 auch wieder Spaß machen könnte, weil irgendwie die normale Singleplayer-Kampagne, ja, nee. Nee, es könnte nicht, es macht definitiv. Also jeder, der bisher mitgespielt hat, war recht angetan davon. Und wir haben ja verschiedene Kampagnen gespielt so mit den Leuten. Und das ist schon launig. Ah, wir haben ja letztes oder vorletztes Mal haben wir über Anime-Mecha-Serien geredet, oder? Ja. Herkunft von Battle. Ich habe nicht, weil man kann ja nicht rausgehen, ein bisschen Anime geguckt, weil wir ja gerade da bei gelangweilt waren. Und da gibt es tatsächlich ein paar Anime-Serien mit, also Mechs, die ich echt cool gefunden habe. Die eine ist Alt Noah Zero. Also die Menschen haben quasi den Mars besiedelt und da sind unterschiedliche Fraktionen und ja, mehr oder weniger, die Plotline ist total sinnlos, aber es gibt dann einen Haufen Mechs, die aufeinander rausschießen, also irgendwie lustig. Das passt dann schon. Genau, also das war... Ich habe davon ein paar Bilder gesehen. Ja, doch, das sagt mir was, da habe ich auch mal reingeguckt. Das war ganz, ganz, ganz cool. Dann Eureka 7, muss ich sagen, ganz nett. Ich habe zuerst Angst gehabt, weil quasi zwei Kinder, die einen Mech finden und also das war so... Haben wir zuerst gedacht, naja, klingt ein bisschen eher so wie, keine Ahnung, Sailor Moon mit Max oder so. Aber ist tatsächlich ganz witzig. Also, hey, das wäre geil. Genau. Sailor Moon mit Max, da bin ich dabei. Oh, er hat auf jeden Fall einen kleinen Touch davon. Also Eureka 7 kannst du anschauen. Und was total lustig war, weil das ist wirklich die komplett sinnloseste Mech-Serie, die ich je geguckt habe. Full Metal Panic. Ja. Extrem sinnlos, aber irgendwie lustig. Also wenn man irgendwie komplett sinnlose Unterhaltung hat, eine Box Karamell-Popcorn, so wie ich, kann man sich das reinziehen. Es ist, ja, warum die immer 17 sein müssen bei den Japanern, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall 17 Jahre alte Militärveteranen. Das widerspricht sich ein bisschen, würde ich sagen. Ja, genau, ja. Und die. Seit wann kämpfen die denn? Also, keine Ahnung, seit 12 oder so. Kennen wir aber ja vom Battletech von den Clanern, ne? Genau. Ja, genau. Na, auf jeden Fall, ganz lustig. Also die drei Serien kann ich, wenn man auf sinnlose Anime-Action steht, empfehlen. Wenn man einen wirklich guten Anime schauen will, der nur entfernt was mit Mechs zu tun haben, kann ich Attack on Titan empfehlen. Was ist das? Finde den absolut grandios, super Anime mit wirklich, wirklich cooler Story. Sind keine richtigen Mechs, sind eher so teilweise so Suits dabei, wie bei Titanfall oder so, ne? Also eher so Action-Suit, sage ich mal, ja. Aber Attack on Titan gibt es mittlerweile, glaube ich, 4 Seasons oder so. Ja. Sehr cool, finde ich. Also macht echt Spaß. Und hat auch eine Story, wo man nicht gleich zu Tränen gerührt ist. Nee, definitiv nicht. Ja. Ja, das war der kurze Abstecher, bis unser Ike wieder da war. Aber Attack on Titan ist doch, dass irgendwie so große Riesen fressen Menschen und die sind klein und deswegen haben die irgendwelche Suits, oder? Genau, ja. Ja, okay. Aber MWO spielt jetzt auch wieder mehr. Da ist irgendwie ein bisschen was passiert, ne? Ja, also Ona hat es ja aufs Tableau gebracht vorhin schon mal. In der Vorbesprechung, die sind ja von einem schwedischen Publisher aufgekauft worden, sozusagen. Und die heißen EG7, glaube ich. Und seitdem ist da mehr Pep wieder reingekommen. Die haben wieder endlich mal eine Roadmap veröffentlicht, auch wenn die nicht mit den Roadmaps der Jahre 2012 bis
ja, keine Ahnung, 2018 so ungefähr vergleichbar sind. Aber immerhin, sie arbeiten wieder daran, Balancing-Patches werden rausgebracht, sie überarbeiten die Startpunkte von Maps, die schon lange kritisiert wurden, wo die einfach zu weit weg waren oder zu verstreut. Dann haben sie leider aus meiner Sicht den Tag-Nacht-Wechsel wieder rausgeworfen. Ich fand das sehr schön, aber es gab eine Menge Spieler, die das nicht mochten. Offiziell ist die Begründung aus Performance-Gründen. Aber ich würde sagen, ganz ehrlich, wer ein 9 Jahre altes Spiel nicht ruckelfrei darstellen kann, der sollte sich echt mal Gedanken machen. Egal. Ich finde es ein bisschen schade. Was sie halt rausbringen, ein paar neue Varianten von bestehenden Mechs. Es sind wohl auch neue Chassis angedacht. Und in der zweiten Jahreshälfte soll endlich mal wieder eine neue Karte folgen. Genau. Olli hat es gerade eben schon angedeutet. Liebe Freunde, da warten wir jetzt schon 9 Jahre drauf. Der König des Schlachtfeldes wird auch bei MWO eingeführt. Der Grand Dragon kommt. Yes! Genau. Endlich mal eine Chassis, mit der man umgehen kann. Nicht diese rotzigen, ewig langsamen Atlanten oder so. Nix ist. Der Grand Dragon ist da. Naja, gut, okay. Wer ihn mag, der soll ihn haben. Also ich freue mich drauf, es ist halt ein Kurita-Mac. Ich habe ihn auch schon vorbestellt. Seit lange mal wieder. Also ich glaube, Hoshi muss wieder MWO spielen. Ja, du packst doch eh wieder nur deine dreckigen Snap-Nose-PPCs rein. Die ja jetzt auch ein bisschen besser geworden sind. Im Namen des Koordinators werde ich sie vernichten. Genau. Das ist übrigens eine der besten Änderungen, die sie eigentlich jetzt vorgenommen haben, den letzten Balancing Pass. Der wurde ja heiß diskutiert und sofort wieder geflamed, bevor es überhaupt einer gespielt hatte. War PGI da total furchtbar, denn sie haben die PPCs gestärkt und das war auch bitter nötig, denn die PPCs waren die Waffe, die am wenigsten benutzt wurde in den letzten Jahren eigentlich. Es gab nur ganz wenige Chassis, also wenn man 4 PPCs in ein Mech reinbekommen hat, dann konnte man sich spielen, aber alles darunter war irgendwie scheiße. Und jetzt sind natürlich mehr PPC-Sniper unterwegs. Das hat in den ersten Tagen das überhand genommen. Aber grundsätzlich ist das jetzt eine vernünftige Waffe wieder, die man halt auch spielen kann. Und das freut mich auch, weil es war eine der Waffen, die halt kaum genutzt wird. Das heißt, ich kann meinen PPC-Samoaner wieder auspacken? Ja, aber auch wieder die Learn-Boote. Also die haben die Survivability von den LRMs gesteigert. Was bei den LRMs? Ich glaube schon. Und das ist jetzt gefühlt, wenn du keine ECM-Bubble hast, dann bist du spätestens Minute 3, bist du entweder schon caught oder du liegst schon da. Das ist, je nach Map ist das echt schlimm. Also Heavy Rain, oder? Ja. Oh, dann kann ich ja meine Macs mal auch auspacken. Ja, aber ich muss sagen, also das war jetzt, wir haben ein paar Tage gespielt, ich habe nicht so super viele LRM-Boote erlebt, ne? Also es ist natürlich klar, auf die Karte an und ob du ECM dabei hast, aber es war jetzt kein Lermageddon, so wie wir es vor Jahren mal hatten, ne? Was sie nicht gemacht haben, ist, was sie früher gemacht haben, alle, sag ich mal, Aspekte eines Waffensystems total hochgedreht und die Konterwaffen runtergedreht. Das war ja so das übliche Balancing früher von PGI. Und da konnte man sich an einem Finger abzählen, was dabei rumkommt. Ne? Das ist jetzt halt nicht passiert. Von daher würde ich sagen, Schritte in die richtige Richtung. Müssen wir einfach mal ausprobieren. Ich mache eine Runde mit meinen 4 LM15 Sunspider und dann sehen wir mal, wie es geht. Also es hat einfach nur ein neuer Geldgeber gefehlt, sozusagen. Oder ja. Der gesagt hat, wir sollen mal was anderes machen. Aber also, was werden sie jetzt machen? Haben sie jetzt schon gesagt? Wollen sie mal die Grafik auf MW5 wechseln oder? Nein. Ich sage ja, große Pläne sind es nicht. Das sind ganz kleine Brötchen, die sie backen. Aber besser kleine Brötchen als gar keine. Genau, ich finde auch, bevor du das nicht auf die Straße bringst, ist es, glaube ich, so besser, dass du das Spiel quasi am Leben haltest. Also ich sage mal so, das ist seit Anfang des Jahres auch announced. Ach Gott, wie heißt der nochmal da, der da jetzt für die PR macht? Ja, ich weiß, ich komme jetzt gerade nicht drauf. So der von Nogats No Galaxy. Genau, der Darren. Okay, also der hat schon gesagt, dass wir mehr die Community mit reinnehmen, dass sie da halt gucken, so was hätte da gerne, was können wir umsetzen, dass sie halt mehr auf das eingehen, was ja die Stammspieler im Prinzip gerne sehen würden. Mal gucken, wie das Ganze läuft. Also momentan scheint es ganz gut zu sein. Das ist so gefühlt von dem, was man halt so abends sieht, sind auch schon wieder ein paar Leute
zurückgekommen, die sich das Ganze jetzt nochmal angucken. Ja, das wurde gestern auch gesagt. Beim Spiel meinte einer so, hey Mensch, der Matchmaker findet jetzt wesentlich schneller Spiele. Ne? Ja. Das ist so. Ja. Ja. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Genau. Aber meine Frage ist immer noch, warum nicht mal ein Richtiges machen? Warum da so dieses Kohle? Ein bisschen hier, ein bisschen da? Aber da könntest du doch auch mehr Kohle machen, oder? Du musst das investieren und hoffen, dass das auch einschlägt, ne? Das hat die Sache, also ich sag mal, da sind die ein bisschen zu spät für. Also ein bisschen ist gut, dafür sind die zu spät. Das ist, da hätten sie viel früher, als noch wirklich der Hype da war, als da wirklich eine Spielerschaft war, die da ein Interesse dran hatte, da hätten sie das machen sollen. Dieses Zeitfenster haben sie halt einfach verpasst. Das ist jetzt, wenn sie da Geld reinstecken würden, ne, das ist, wenn man mal so guckt, welche Lebensdauer hat MWO noch? Ne? Das ist, wie viel Jahre wird das noch effektiv laufen? Ob sich da der Investor halt lohnt? Naja, ich sag jetzt mal so, das Spiel wirst du ja nicht großartig verändern können. Also das Kernspiel, ne? Mhm. Was willst du denn da machen? Nochmal ein bisschen bessere Grafik, ja klar. Aber sonst ist das Spiel eigentlich das, was die Leute, die eigentlich auch haben wollen, ne? Mech-Action aufeinander losballern. Was die Leute nicht wollen ist, ich meine, guck dir mal an, World of Tanks lebt ja auch noch sehr gut heutzutage, ne? Das Spiel ist ja ähnlich alt. Die Leute wollen auf jeden Fall nicht auf ein MWO 2 umsteigen und sich alle Mechs wieder neu kaufen müssen. Mhm. Weil da wirst du die Leute halt irre machen. Aus meiner Sicht brauchen sie andere Monetizer sozusagen. Sie brauchen andere Möglichkeiten, um Geld zu machen. Da war ja mal eine Umfrage im Forum, nein, in der Facebook-Gruppe von so einem Amerikaner, der da sehr, sehr aktiv ist und auch wirklich viel Herzblut in das Spiel als in User-Generated Content investiert. Und der sagte, wo würdet ihr Geld investieren? Und ich würde ganz klar sagen, zum Beispiel Map-Packs oder Spielmodi. Ne? Ja. Wenn PGI hingehen würde, und einfach, sag ich mal, sagt hier, wir haben jetzt hier ein Community-Goal, wie bei Kickstarter, ne? Und wollen halt, was weiß ich, diese und jene Maps mit den oder jenen Themen. Und wenn wir genug Kohle zusammenkriegen, machen wir es. Was spricht denn zum Teufel dagegen? Könntest du mir eine verraten? Ja, Befindlichkeiten von irgendwelchen Leuten. Das ist das Einzige, was ich mir vorstellen kann. Ja, möglicherweise. Hm. Ich weiß es nicht. Also, ja. Mich nervt es auf jeden Fall wie Sau, weil ich würde gerne Geld in MWO investieren, aber nicht in neue Mechs. Punkt. Und Premium-Spielzeit brauche ich auch nicht mehr, weil ich habe so viel Kohle auf dem Konto. Ich brauche das nicht mehr. Aber ich habe genug Geld und ich würde gerne neue Maps sehen. Ich würde gerne Spielmodi sehen. Ich würde gerne neue Spielvarianten sehen. Ne? Ich würde vielleicht auch gerne mehr Lore. Ne? Gib mir ein Szenario-Pack oder sowas. Keine Ahnung, irgendwas Kooperatives, so wie in MW5. Ich kaufe es, gar kein Problem. Und wenn ich damit das, also bitte auch gerne der gesamten Community dann halt zur Verfügung stellen, also wenn die Kohle erreicht ist, ne? Ich habe kein Problem damit, wenn dann ganz viele Leute, die keinen müden Euro oder Dollar investiert haben, dann auch dieselben Maps spielen können. Hauptsache, ich kann sie spielen. Ja, genau. Ich denke mal, da bist du nicht alleine, aber das weißt du ja. Das, also diese Wünsche, drücken wir es mal höflich aus. Die gibt es ja schon seit Jahren. Das über so Crowdfunding da dementsprechend noch mehr Content auch finanziert wird. Das ist, ja, ist glaube ich nicht nachvollziehbar. Ja, warum sie das nicht machen? Null Verständnis. Oh. Das stimmt okay. Schon, ja. Wir haben dafür null Verständnis. Und jetzt sind wir mit unseren Themen von Thema schon fertig. Beziehungsweise eine Info gibt es noch, und zwar: Merkt euch den 21. Oktober 2021 vor, denn neuer Asterix-Comic kommt raus, Asterix und der Greif. Asterix bei Liao? Okay. Asterix und der Shadowhawk? Um Gottes Willen, okay. Ja, ich habe da eine E-Mail bekommen, ich habe mich dabei irgendwann angemeldet und jetzt kriege ich dann eine E-Mail, wenn was Neues kommt. Ich sehe schon, die ganze innere Sphäre ist von den Clanern erobert. Alles bis auf dieser kleine Planet. Ja. Genau. Ein kleiner, durchgeknallter Rasal Hager und sein Clan-Freund. Okay, ich würde sagen, Battletech in Zeiten von Corona. Ja, sehr spannendes Thema. Also erstmal natürlich, die aktuelle Situation hat der Tabletop-Community alles anders gut getan, weil einfach mit mehreren Leuten in irgendwelchen engen Räumen zusammenstehen, stundenlang und Partien auswürfeln. Das geht so aktuell einfach. Also sicherlich gibt es ein paar Leute, die es machen, vielleicht sogar auch One-on-One. Unsere letzte Partie war im Ende Sommer draußen hier auf der Terrasse.
Frischluft, ordentlich Abstand und da war auch kein Lockdown und kein nix, ne? Also wir durften das auch rein rechtlich, aber wir haben auch die Spielregeln noch beachtet, also außerhalb von Battletech. Und das war meine letzte Partie, die ich in dieser Hinsicht gemacht habe. Und natürlich vermissen das halt unglaublich viele Leute, inklusive mir, und meine Motivation, Püppis zu bemalen, spricht Bände. Zumal ich echt schöne Figuren hier rumstehen habe. Ja, aber es gibt ja Alternativen. Oder? Kennst du sie alle? Es gibt den Tabletop-Simulator. Yeah. Jetzt hast du gleich mit der Krone der Schöpfung angefangen. Genau, aber darunter Megamech natürlich. Yes. Das ist damit, das ist das Alpha et Ultimo, damit hat es angefangen. Ja. Und dazwischen fällt mir noch was ein. Ja, da gibt es noch etwas. War... Battletech halt. Ja, HBS Battletech. So, ja, okay, ja. So ist es. HBS Battletech gibt es natürlich auch. Es gibt sicherlich noch vielleicht noch andere Wege und Methoden oder sowas. Weißt du, was ich mir mal überlegt habe, Icke? Dass ich hier einen Tabletop aufbaue und wir spielen per Webcam. Und jeder würfelt halt quasi für sich zu Hause. Das würde funktionieren. Und zwar, ich spiele ab und an mit meiner Frau, einem Kumpel und seiner Frau, ein Aventuria, das Kartenspiel. Das heißt, Jeder hat das vor sich ausliegen. Das ist also das kann man gegeneinander, aber wir spielen es halt im Koop, gibt's auch. Die haben das komplett den Spielplan liegen und wir auch mit den Gegnern, mit den gleichen Gegnern. Wenn die halt Schaden bekommen, dann packen wir da halt wie bei uns die Blutstropfen drauf, die bei sich. Und wenn der andere, es gibt so Schicksalspunkte, dass man neu würfeln kann, dann legen wir den halt unter dem Monitor, damit wir auch wissen, wie viel der andere noch hat. Ah ja, cool. Das also funktioniert ziemlich gut. Wenn man das so macht, bräuchte man wahrscheinlich sogar noch du bräuchtest wahrscheinlich zwei Cams. Ja, ja. Also eine von oben drauf. Genau, eine aus der Totale. Und eine so seitlich, wo man dich auch sieht dann. Ja, also was wir haben es auch, also wir haben jetzt nicht Battletech, sondern Battlestar Galactica, gibt's ja das Brettspiel, ne? Mhm. Ja. Mal so gemacht, ja. Also das funktioniert eigentlich gar nicht so schlecht. Wir haben uns beholfen auch noch damit, also es gibt ja so Webseiten für Online-Rollenspieler quasi, ja. Mhm. Die du verwenden kannst, um quasi Würfe zu simulieren und um deine Lebenspunkte oder deine Punkte insgesamt und so zu verwalten, ja. Also Punkte und Würfel, ich sag so getuntes Gemeinschafts-Excel für Rollenspiel. Mhm. Und mit dem zusammen funktioniert das eigentlich recht gut, muss ich sagen. Also könnte man schon gut vorstellen, dass das auch für Battletech funktioniert. Ist jemand raus oder reingegangen? Ich habe ein Plim-Plim gehört. Jetzt sind gerade alle Bots rausgeflogen. Das heißt, muss die mal neu reinholen. Ganz komisch. Great file to join. Also ist noch ein Bär, ist noch drin. Ist noch drin? Ah ja, Jirak macht noch. Dann geht's ja. Dann können wir weitermachen, solange Jirak weitermacht. Na bitte. Zum Glück haben wir drei Bären, die uns aufnehmen. Ja, nicht schlecht. Ja, okay. Also, alle Varianten, also alle wichtigen Varianten haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal genannt. Ich würde jetzt mal tatsächlich, wie hast du es vorhin so schön genannt, Onai, mit dem Ultima Ratio oder wie das? Ja, Alpha et Ultimo. Alpha et Ultimo, okay. Megamech. Megamech ist sicherlich der älteste Vertreter, ist Java-basiert, wenn ich mich nicht irre. Und eine 2D-Oberfläche seit deutlich über 10 Jahren jetzt in Entwicklung. Also ich habe schon vor Ewigkeiten mal gespielt. Und es hat sich gut gemausert. Es hat so leichte 3D-Infekte bei der Geländedarstellung dabei, sodass man besser sehen kann, wie die Höhenunterschiede sind. Und die Anzahl der Mechs ist natürlich unter Einheiten überhaupt, Panzer, Infanterie, what the fuck, alles da, ne? Es ist gigantisch, die Anzahl der Karten, alles, was offiziell ist, aber auch viele selbstgebastelte Sachen sind noch dabei. Du kannst Kampagnen machen. Es gibt die Möglichkeit, eine dynamische Kampagne gegen den Bot zu spielen in der gesamten Innosphäre. Also eine Söldnerkampagne sozusagen. Also es ist die Möglichkeiten sind gehen unendlich. Und der Vorteil ist, und Icke, wir haben es ja auch schon zusammen gespielt. Was ist aus deiner Sicht der große Vorteil von Megamech? Er rechnet mir halt selber meine Werte aus, was ich würfeln muss. Das ist also ziemlich geil gemacht. Genau. Die Aufmachung könnte noch besser sein, aber das Rechnen und so ist schon mal sehr gut haben sie sehr gut hinbekommen. Genau. Das hat vor allem den gigantischen Vorteil, dass es das Spiel wesentlich schneller macht als normales Tabletop-Spiel. Das heißt, du kannst im Gegenzug auch einfach mit mehr Einheiten spielen, weil du einfach schneller damit durchkommst. Was haben wir gebraucht? 3 oder 4 Stunden oder so? Für 8 gegen 5, ne? Ja, so in dem Dreh. Ich sag mal, hätten wir das an der Platte gespielt, hätten 3 oder 4 Stunden inklusive allem Drum und Dran nicht ausgereicht. Ja, nach 3 Stunden ist der Aufbau fertig. Ja, ganz so schlimm ist nicht, aber ich sag mal, wir wären vielleicht halb durch gewesen oder so, ne?
Und das ist schon enorm. Also ich habe ja auch Matches gemacht von 12 gegen 15 oder sowas oder 15 gegen 20 in der Sphäre. Und wir haben das halt weitgehend durchbekommen an dem Abend. Und das ist halt schon enorm. Aber in der Art und Weise, wie es berechnet wird und vor allem, wie die Trefferwerte ausgewürfelt wird, das ist einer der großen Kritikpunkte aus der Community. Könnt ihr euch vorstellen, warum? Nee. Ja, weil es scheiße aussieht und du erstmal gucken musst und durchblicken musst in dieser ellenlangen, sag ich mal, Excel-Liste oder Word-Liste. Untereinander stehen die ganzen Werte, muss erstmal gucken, was, wer, aha, Es ist nicht unbedingt sehr einprägsam. Ja, genau das ist der springende Punkt. Die Leute würfeln nicht selber, sondern die KI tut das für einen oder das Programm tut es für einen. Und man hat halt diese Liste, der eine guckt schneller, der andere guckt langsamer. Ich gucke meistens etwas schneller als der Schnitt, habe ich so festgestellt. Und dann sehe ich schon, ach du Scheiße, der Warhammer ist gerade durch den kritischen Treffer mit der Muni hochgeflogen. Und ich mache, weil ich mich so erschrecke, ne? Und der andere ist noch irgendwie zwei Mechs vorher und hat das noch gar nicht gelesen. Und dieses gemeinsame Erleben von Kampfeffekten, das geht halt weitgehend verloren. Und das kann ich auch verstehen. Ne? Also das finde ich auch nicht schön. Hoshi, wolltest du was dazu sagen? Hoshi hat gesagt, er ist wieder zurück. War er rausgeflogen? Nee, irgendwie das Audio war weg. Aber jetzt ist, glaube ich, passt wieder alles. Ach so, okay. Also das ist das eine. Und dann sagen manche, dass die Würfelergebnisse von Megamech absurd seien. Dass viel zu viele kritische Treffer, Kopftreffer, Standwürfe und so weiter dabei wären. Die wären einfach zu radikal. Ne? Jetzt ist aber der Witz. Jetzt haben wir am nächsten Abend eine Runde Megamech gemacht und haben dann da sozusagen mit selber gewürfelt. Ne? Und die Partie war genauso absurd wie die Megamech-Partie. Mein Marodeur, praktisch unbeschädigt, kriegt den ersten Treffer. City Critical, wir machen mit Floating Trick zwei kritische im linken Arm, PPC und Medium Laser weg. Danach schießen sie mir in einer Runde den rechten Torso ab. Wie viele Waffen hat so Marodeur danach noch? Also. Ja, Kanzel aufmachen und Zeton Mordio schreien. Genau. Also von daher, so eine Scheiße kann halt auch einfach passieren. Ne? Und wir hatten in einem anderen Match auch sofort Kopftreffer in der ersten Feuerrunde und das halt auf 11 oder 10 oder sowas. Und der Mech ist dann auch per Kopftreffer rausgegangen und solche Sachen. Also das kann dir halt überall passieren. Es fühlt sich halt nur so fremdbestimmt an, weil eben diese Tabelle da neu erscheint und das Spiel für dich im Hintergrund würfelt. Wie gesagt, ich kann es verstehen, aber man macht sich Illusionen darüber, dass normale Würfelei besser sei. Und ich glaube, Icke, wir können da ein Lied von singen, oder? Ja, ach, das lief jetzt nicht so schlecht. Ja, für dich nicht. Nein, ich sag mal, absurd. Ballerspurs auf die 3, Doppel-1, Doppel-1. Das ist genauso unfair wie, keine Ahnung, die Leute sollen mal MWO spielen mit Random Mates ohne funktionierende Elo, wie es halt bei MWO ist. Ja. Ja, da kannst auch mal, da ist auch nicht so, statistisch gesehen müsstest du ja quasi eine Gruppe haben, wo ein Guter dabei ist, ein Mittelmäßiger und ein Schlechter oder so, ja. Aber du kannst auch Gruppen haben, wo wirklich nur Schlechte dabei sind. Das ist halt so. Und dann hast du eine nächste Runde und kommst selbst gar nicht zum Schießen, weil du nur Götter um dich rum hast, die jeden one-shotten. Ist so. Kann passieren. Ja. Ist halt Statistik. Genau, das ist halt einfach Statistik. Gut, aber ich sag mal, das ist wirklich so ziemlich 50-50. Was denn, wer von euch hat einer schon von euch Tabletop Simulator gespielt? Mm-mm. Ja, Hoshi hat mich gemeldet. Okay. Ach genau, hast du erzählt. Ich habe jetzt vergessen, ja? Dass man das Video nicht sieht im Podcast. Ja, Tabletop-Simulator schon gespielt. Ja. Dann erzähl du doch mal erstmal grundsätzlich von deiner Erfahrung mit dem Tabletop-Simulator. Also Tabletop-Simulator finde ich insofern gut, weil halt wenn du genügend Aufwand reinsteckst, es wirklich, wie der Name sagt, Tabletop simuliert. Also du kannst wirklich das komplett aufbauen, Gelände aufbauen, mit deine Hexfelder so einrichten, wie du es haben willst. Du kannst die ganzen Mechs, die du haben willst, entsprechend importieren. Also du kannst das je nach Rechenleistung, sage ich mal, in beliebige Größen ziehen. Ja, also von allen Funktionen her ist es ein Tabletop quasi, aber auch mit den genau diesen Nachteilen und die sind teilweise auch wirklich blöd zu handeln, ja, weil du musst im Prinzip ja trotzdem alles quasi manuell machen. Ja? Nur stehst du halt nicht am Tisch, sondern du machst es halt mit deiner virtuellen Hand, sage ich mal. Ne? Ja, genau. Und da ist allein, also
Ich kenne Leute, die können im Tabletop-Simulator nicht würfeln. Die würfeln immer da runter, ne? Vom genau, die würfeln vom Tisch runter. Man kann auch die R-Taste drücken, dann würfeln die Würfel auf der Stelle. Nee, das sagt man denen ja auch, ja, aber dann drücken sie die R-Taste so kurz, dass der Würfel einmal kurz hochspringt und gleich wieder landet. Also es gibt Leute, die sind einfach für Computersimulationen ungeeignet. Und das zögert ein ohnehin sehr langwieriges Tabletop-Spiel, also weil Battletech ist jetzt nicht so, dass man das mal in 10 Minuten runtergespielt hat, ne? Noch mehr raus, weil noch mehr Diskussionen teilweise entstehen, ja? Und Emotionen können ja bei Battletech auch hochgehen, ne? Je nachdem, nein, was gar passiert, nicht, ne? Null. Das ist hier voll das, wie hieß Spock nochmal, was war denn Vulkanier-Spiel ist das? Genau, ja, es ist, und es kann natürlich auch schnell, weil das Ding ist halt, du kannst super zoomen im Tabletop-Simulator und hin und her schieben und so weiter, ja. Du musst nur wirklich, gerade wenn du Battletech spielst, also wenn du jetzt, weiß nicht, Mensch, ärgere dich nicht am Battletech, am Tabletop-Simulator spielst, ist kein Problem, ja. Weil wenn du das Feld ein bisschen verrückst oder irgendwas, ist jetzt nicht so schlimm, ne. Bei Battletech, wenn du versehentlich deinen Mac irgendwie dumm berührst und du drehst dann halt ein halbes Hexfeld rum oder irgendwas, ist blöd, ne. So Upsalala oder so, ja. Ja. Aber das geht ja beim Tabletop-Simulator. Du kannst ja immer, der speichert ja, glaube ich, alle 10 Sekunden oder so, ne? Ja genau, aber dann bräuchtest du auch einen Host, der sich wirklich mit dem Ding auskennt. Ja, also es ist richtig. Und da kommen wir auch zu einem Problem, was ich beim Tabletop-Simulator sehe. Der hat eine Lernkurve. Die du darunter lädst, ne? Die sind teilweise super cool gemacht, da haben wirklich Leute richtig Liebe investiert. Aber oftmals ist es auch so, dass die Ressourcen dann aus dem Webspace verschwunden sind, ne? Nicht aktualisiert wurde, der Zugang nicht erneuert. Und auf einmal hast du ganz viele Fehlermeldungen, dass die Sachen, die du da reinladen wolltest, gar nicht mehr da sind oder teilweise nicht. Und das ist schon schwierig. Und wir hatten auch öfter mal so Bugs, dass dann Figuren nicht aufgetaucht sind. Der eine hat sie gesehen, der andere hat nur einen kleinen weißen Würfel gesehen, ne? Also technisch ist es halt ein bisschen hakeliger, als einfach mal, keine Ahnung, 4 Pippis auf den Tisch zu stellen und 4 Bögen dazu. Genau, also wir hatten auch mal eine quasi Map, ja, wo du, da stand eine Anleitung dann auf dem Webspace, welche Steam-Erweiterungen du dir reinziehen musst, damit halt die Fonts funktionieren von dem ganzen Ding und so weiter. Also du hast dann in deiner Steam-Library plötzlich irgendwelche ganz komischen Modpacks drinnen und was weiß ich was alles, damit die Sachen mit dem Tabletop-Simulator funktionieren. Also es ist dann sehr mühsam. Oder auch Klassiker, einer fasst irgendwie ein Würfelbrett an und die Sachen sind nicht gelockt und alles fliegt durch die Gegend. Genau, ja. Okay. Das ist auch leider schon passiert. Also wir konnten es wieder reparieren. Aber wie gesagt, es ist definitiv fummeliger, es ist langwieriger. Es stellt Leute, die technisch nicht so versiert sind, vor durchaus echte Probleme, weil es halt eben kein Streamlined-Version ist, so wie HBS Battletech, zu dem wir ja dann auch noch kommen. Sprich, in die Lobby einladen, Mechs aussuchen und go for it. Ne? Das ist sozusagen die einfachste Variante von allen. Es ist, würde ich mal sagen, von allen Sachen, die es so gibt, sogar die anspruchsvollste Variante. Ja, definitiv. Also es kann auch tierisch Spaß machen. Klar. Wir haben es dann eher quasi auch in der Light-Variante gespielt. Wir haben dann mal quasi so eine Runde gespielt, MechWarrior RPG, ja. Ja. Und haben quasi im Prinzip im Tabletop-Simulator, also das RPG hat auf Solaris gespielt, nur Solaris-Fights gespielt, ja. In sehr kleinen Arenen, also jetzt nicht die großen Arenen, von denen man in den Büchern liest, ja, sondern wirklich nur so Kolosseum-mäßig, ja, so Kolosseum-Fights. Mhm. Das geht, ja, also das, und vor allem es ist ein One-on-One, es geht halbwegs in der Zeit runter. Die beiden Leute müssen sich einfach im Tabletop-Simulator verständigen und das geht schon, ja. Also, das ist halbwegs okay. Also, wir haben auch 5 gegen 6 schon gespielt, aber es hat halt ewig gedauert. Ich glaube, wann waren wir fertig? Also, wir haben das Spiel nicht zu Ende gespielt, aber um 12:30 oder so war die Entscheidung gefallen und das hat sich schon wahnsinnig gezogen, vor allem, weil die erste Stunde des Spiels geprägt war von technischen Problemen von einzelnen. Ja, also ich weiß nur, wir haben 5 von 5 gespielt mit eben dieser komischen Map mit den Erweiterungen und wir haben am Vormittag angefangen und ich weiß nur, es hat so lange gedauert, ich habe Pizza bestellt, ich habe beim Chinesen bestellt. Du hast auch ein Foto gemacht und ich habe Snacks gebraucht, das war verdammt lange. Du hast also Marco Polo gemacht und hast mal eben chinesisches Essen geholt, ne? Genau.
Ja, nee, also das ist halt, wie gesagt, also es ist, wir kommen ja noch her zum Fazit, aber das sind so die Punkte, wie gesagt, Tabletop-Simulator, eine ganz tolle Sache. Vor allem, du kannst ja unglaublich viele andere Spiele mitspielen und, was viele ja gar nicht wissen, der Battletech-Content im Workshop oder im Dingsbums-Bereich von Steam ist kostenlos. Das kostet nicht keinen Cent. Also nur das Spiel für einmal, glaube ich, 20 Euro. Und danach ist eine gigantische Auswahl von kostenlosen, von Fans produzierten Inhalten. Ja, das stimmt. Das ist richtig cool. Es ist selten, dass dagegen vorgegangen wird. Die meisten Hardcopy, also die richtigen Dinge auch physisch, die physischen Verkäufer und Rechteinhaber, gehen gegen diese ganzen Sachen, zumindest wie ich es bis jetzt mitbekommen habe, nicht wirklich dagegen vor. Außer dann, wenn sie teilweise ihr eigenen Ableger dann reinbringen. Also es gibt sozusagen Demos, Add-ons, wo du dann wirklich klassische Brettspiele vom Hersteller hast, dass die auch noch dran verdienen. Dann gehen diese privat gemachten Dinge aus dem Workshop raus und es gibt nur noch diesen Flügelschlag zum. Genau, ja, aber es gibt wirklich viele Spiele, also jetzt nicht nur eben Battletech, sondern wir haben einige verschiedene Spiele schon gespielt, also im Tabletop-Simulator. Mhm. Das ist auch so, ja. Was so leicht, Spiele, die man gut spielen kann, wenn man leicht betrunken ist. Keine Ahnung, so eine Runde Secret Hitler oder so, ja, also. Geht im Tabletop-Simulator spitze, weil da brauchst du auch nicht viel. Na, da gibt es die Karten ein bisschen, ein paar Würfel und das war's. Ne? Mhm. Das ist, oder Dungeon Master haben wir eine Runde gespielt. Da geht super im Tabletop-Simulator. Also. Ja, wir haben, wie heißt denn dieses große Spiel, dieses Brettspiel, wo es auch einen riesen Kickstarter gab? Gloomhaven. Gloomhaven haben wir gespielt und es gibt auch die Möglichkeit, dass viele Sachen geskriptet werden. Das heißt, du drückst irgendwo auf den Knopf und dann passieren Dinge. Zum Beispiel bei Gloomhaven kann es zum Beispiel, dass die das Spielbrett komplett aufbauen, die Gegner aufbauen, dass die dann spawnen lassen, wenn man den Raum betritt, dass man nicht vorher gleich alles sieht und so weiter. Das ist sehr gut gemacht. Also immer dann, wenn irgendwo siehst du hier geskriptet, dann weißt du, okay, einmal viel Arbeit von den Leuten, die das gemacht haben, aber es ist auch gleich noch mal geiler. Und im Gegensatz zum jetzt Vergleich Megamax sieht es auch noch viel geiler aus. Ja, ja, also optisch brauchen wir gar nicht diskutieren. Auch das Tabletop-Feeling, ne? Das kommt definitiv besser rüber. Aber die Vorbereitungszeit ist nicht ohne und die Spielzeit ist deutlich länger und die Fehleranfälligkeit von Tabletop-Simulator ist aus meiner Erfahrung her einfach viel größer. Vor allem gerade, wenn du mit Leuten spielst, die nicht so fit im Umgang mit dieser Software sind. Also wie gesagt, wie lange wir teilweise gebraucht haben, da gibt es so eine Montagsrunde, die ich auch sehr schätze. Schönen Gruß an alle Jungs, ne? Und das ist halt nun mal so. Das ist kein Vorwurf, aber es ist einfach eine Tatsache, wenn einer damit nicht so klarkommt und Probleme hat, wo er da klicken muss, bis er dann eine Steam-Einladung, bis er dann Freund geworden ist von einem mit dem Code und dann da drin ist, ey, das ist ein, da haben wir teilweise Stunde, anderthalb gesessen, um ihm Tour und Tour. Mhm. Und das steht halt in keiner guten Relation, gerade nicht unter der Woche. Ja, das ist wirklich, ja. Vor allem, wenn eben, es gibt ja Leute, die komplett absolut nicht versiert in solchen Dingen sind, ja. Weil wir mussten ja dank Corona auch zum Beispiel unsere Pen and Paper Roleplay-Runde ins Internet verlegen, ne? Und da verwenden wir den Tabletop-Simulator wirklich nur für Skizzen, Pläne und Würfeln. Also wirklich für quasi nix, ja. Und jeder hat halt so einen Counter für seine Lebenspunkte, Magiepunkte und was es halt also gibt, ne? Am Tisch liegen. Und das war's. Also wirklich, du würdest meinen, kann ein Dreijähriger benutzen? Nein. Dem ist nicht so. Also es ist, hat die definitiv für Leute, die nicht computeraffin sind, eine deutliche Lernkurve. Mhm. Definitiv. Genau. Die kann man natürlich nehmen, aber es dauert eine Weile. Ja. So ist es, ja. Gut, jetzt gibt es ja noch das Zwischending, ne? Battletech von HBS. HBS, genau. Gibt das es noch dazwischen Mods, dass du auch mit mehr als nur einer Lanze machen kannst? Also dass ich wirkliche Brettspielalternative nehmen kann? Bin mir relativ sicher, dass ich Mod gesehen habe, wo du auch mit 8 Mechs Gefecht ziehst. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das nicht nur für Singleplayer ist. Ich habe den auf Nexus Mod gesehen. Ich würde sagen, für Multiplayer eher nein. Für Singleplayer ja. Warte mal, ich suche gerade mal parallel. The Game. Ja, nein, ich finde jetzt nicht nach. Wir können ja schon mal weiterreden, während ich hier suche. Ne? Mhm. Also, ich habe es ein paar Mal gespielt, als es halt rausgekommen war. Und ich muss sagen, es ist nett, aber es im Multiplayer versprüht es nicht so das Battletech-Feeling. Mm. Ich es kann fühlt nicht genau sich eher, sagen, warum. Ich weiß auch nicht, aber es fühlt sich eher so an, es gab mal so ein rundenbasiertes Strategiespiel,
das wir gespielt haben, so wie das, fühlt sich's eher an. Ich habe jetzt vergessen, wie das heißt. Max, glaube ich, oder so. Mhm. Und das war auch eben so. Und es fühlt sich eben so wie in so ein generisches, rundenbasiertes Spiel eher an. Und es hat nicht so dieses Mech-Feeling. Die Figuren, die rumlaufen, sind halt Mechs, ja. Aber du hast irgendwie nicht so das Feeling, dass es jetzt, ja, ich weiß nicht. Also irgendwie sogar die Mech-Commander-Spiele hatten für mich mehr Mech-Feeling als das. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also ich sag mal so, ein HBS Battletech ist halt plastischer. Ne? Das ist die Mechs sind schöner. Es ist klar, kann man jetzt auch von der Technologie her nicht unbedingt 1:1 vergleichen. Von der Mechanik her ist HBS ein bisschen anders. Ja, gebe ich vollkommen zu. Ja. Na, die war das nicht? Ich habe es auch schon länger nicht mehr gespielt, aber die Innie ist ja auch anders gewesen. Ne? Du schießt ja derjenige, der eine höhere Innie hat, schießt ja zuerst. Ne? Also schießt nicht gleichzeitig, oder? Ja, das ist halt so, dass die leichten Mechs als erstes ziehen und die Swords als letztes. Und du kannst halt warten sozusagen mit deiner Aktion. Ne? Ja, aber ich gehe doch und schieße gleich, oder? War das genau. Nicht so? Ja, okay. Du gehst gleich und schießt. Ne? Ich finde, das System ist auch ziemlich cool. Das gefällt mir. Das ist, aber unabhängig von den, da wird sicherlich Leute sagen, das ist für mich nicht Battletech und deswegen liegt das weder im Singleplayer noch im Multiplayer. Aber gehen wir davon mal aus, dass uns diese Spielsystematik, die HBS erfunden hat, gefällt. Ne? Da müsste es doch uns unabhängig davon gefallen, ob wir es im Singleplayer oder Multiplayer spielen. Das glaube ich halt, ist auch der Fall. Also irgendwas anderes muss stören. Und was mich stört, glaube ich, sind schon mal allein die Karten. Die Karten sind größtenteils sehr arenenartig, ne? Und die Auswahl ist auch nicht sonderlich groß. Und ich mag gerne auch große Karten und mehr Landschaft, ne? Und du hast halt diese doch überschaubare Menge von Mechs am Anfang gehabt. Jetzt sind es ja auch mehr geworden. Und dann stellst du 4 auf und auf der Gegenseite sind 4. Und dann kennst du das Gelände schon in- und auswendig. Und dann entwickelt sich das Spiel immer meistens relativ ähnlich. Und ich kann mich auch erinnern, dass in Kombination mit einiger der Piloten-Perks sich sehr schnell so richtige Power-Kombos rauskristallisiert. Ich habe die selber mal angemeldet, da gab es so eine Kombination mit Hilfe von LRMs. Und von den 4 Mechs, die mich antaten, waren 2 schon tot, bevor die überhaupt nur Line of Sight auf mich. Das ist eben das, was ich, also grundsätzlich, und den Fehler hat jetzt aber nicht HBS Battletech alleine, sondern eigentlich viele Computerspiele heute, dass sich relativ schnell, sage ich mal, eine Meta rauskristallisiert. Genau. Weil es gibt halt eine begrenzte Anzahl von Karten und eine begrenzte Anzahl von Kombimöglichkeiten auf deinem Mech, Panzer, Schiff, was auch immer du halt hast. Ja? Mhm. Und wenn du diese Meta fährst, hast du Chancen zu gewinnen und wenn nicht, dann nicht. Und wenn du jetzt dann 2 spitzen Gegner hast, die beide diese Meta kennen, dann ist es nur noch reines Glück, wer gewinnt von den 2. Und das ist dann irgendwie langweilig. Jetzt gibt es einige Spiele, die das umgehen. Das finde ich dann super. Ja. Nämlich Spiele zum Beispiel, die sehr große Karten random generieren. Und da gibt es zum Beispiel in der Unreal Engine Möglichkeiten, das zu machen. Ja. Gibt es definitiv, nur es ist extrem aufwendig vom Code her. Ja. Und deswegen gibt es auch nicht viele Spiele, die das wirklich random machen. Ja. Und ja, das ist natürlich dann spannend, weil du kannst nicht sagen, auf Karte A habe ich die Meter, auf Karte B habe ich die Meter, ja, sondern du stehst einfach vor einer random Map und du weißt nicht einmal, wie sie aussieht, wenn du Fog of War hast oder so etwas, ja. Also damit hast du ganz neue Themen. Ja. Und das Zweite ist, dass du eben die Varianten deiner Mechs oder was auch immer du hast so auslegst, dass du nicht eine eindeutige, Rock, Paper, Scissors, Lizard, Spock Meter hast, ja, sondern du hast keine eindeutige Schwäche, Stärkenverteilung im Sinne von der kann gegen den gar nichts machen, aber der kann gegen den oder so, ja. Das finde ich zum Beispiel, viele Leute sagen zwar, es gibt eine eindeutige Meter, was die Schiffe betrifft, aber das finde ich bei World of Warships eben genau nicht so. Wenn du die Schiffe richtig spielst, kannst du mit jedem Schiffen gegen jedes Schiff was ausrichten. Es gibt leider zu wenig Karten und eine Meta für gewisse Karten, wie du fahren sollst mit welchem Schiff, ja? und welche Schiffe für welche Karte besser sind. Aber prinzipiell sind die Dinge relativ gut gebalanced. Ja? Und
nicht, bei weitem nicht perfekt, also bitte jetzt nicht in die Kommentare schreiben, hat überhaupt kein Recht, also es ist überhaupt nicht perfekt, ja. Aber es ist besser als in vielen anderen Spielen, ja. Und HBS Battledeck hat eben genau das, das diskutieren die Leute auch in den Foren und deswegen schaue ich da gar nicht mehr rein, ja. Du musst das fahren auf der Karte und dort hingehen, damit du, ja. Und das ist halt dann, ja, öd. Und das ist etwas, was mir eigentlich am Battletech gut gefällt. Das heißt, wenn du gut spielen kannst, du kannst eigentlich mit den meisten Kombinationen Scrap Max, also Standard Charger ist schon mal eher schwierig einzusetzen, würde ich jetzt mal sagen, für das, was er bringt, ne? Aber in den meisten Kombinationen irgendwie kannst du immer was gewinnen. Und bei HBS Battletech hatte ich das Gefühl nicht. Im Multiplayer. Ja, so ist es. Ich hätte gerne HBS Battletech, dass es eine Mod gibt, also Wunsch von mir, dass ich praktisch so viel Max nehmen kann, wie ich will und dass ich das Indie-System vom Brettspiel habe. Das würde mich freuen. Wir losen hier, wir würden natürlich auch Preise dafür ausloben. Wir haben noch ein paar Würfel der 36er. Echt? Oh ja. Genau, wer einen guten Mod macht, kriegt 100 Würfel. Genau. Und so viel Waschmaschinen, wie er selbst nach Hause tragen kann. Wie man essen kann. Ich gucke gerade parallel, also ich schaue gerade durch die Mods durch. Ich bin mir sehr sicher, dass ich so einen Mod gesehen habe, wo man 8 Mechs mitnehmen kann. Weil das geht ja, es gibt ja diese Missionen auch schon im Vanilla mit den Add-ons, wo du da mehr Mechs dabei hast, entweder eine dritte Fraktion oder befreundete Merze. Und das haben die sich halt zunutze gemacht, also meine ich sowas. Vielleicht finde ich es ja noch. Ich suche. Ich will mehr als 8. Ich will 16, ich will 32, ich will ein Regiment. Da braucht eine Riesenkarte auch. Ja. Ja. Und am besten fängst du freitags nachmittags an zu spielen an, damit du montags morgens fertig bist. Genau. Ich kann ja jederzeit speichern dann. Genau, weil bei den bisherigen HBS Battletech-Karten mit einem Regiment hast du die Karte vollgestellt. Mhm. Ja. Naja, also irgendwas ist ja immer, ne? So ist es. Nee, man kann es jetzt mal, um so mal das Ganze abzurunden, also es gibt die drei Varianten Megamech, es gibt den Tabletop Simulator und HBS Battletech und keine von den drei Lösungen ist perfekt. Das kann man mal ganz so klar festhalten. Jeder hat ihre individuellen Stärken und Schwächen und es ist eigentlich eher so, was einem als Spieler liegt. Wenn einer sagt, irgendwie, ich möchte kleine Runden spielen und ich will es möglichst am Tabletop nah haben, dann ist der Tabletop Simulator gut. Wenn einer sagt, ich möchte nicht Classic Battletech spielen, weil mir das irgendwie zu oldschool ist. Ich möchte auch dennoch auch schön, dass das Spiel schnell geht und was Neues probieren. Dann ist HBS Battletech die bessere Wahl. Und wenn jemand so ist, so wie ich, dass ich sage, ich möchte gerne große Gefechte in vertretbarer Zeit spielen, mit Szenariobedingungen und so weiter auch, das geht auch, dann ist halt Megamech die beste Wahl. Vor allem auch, was Kampagnen angeht, weil das halt von vornherein unterstützt wird. Und ich glaube, das sind so diese drei Sachen. Und darin liegt aber auch ein Problem, weil ich sag mal, im reinen Battletech-Spiel ist die überwiegende Mehrheit der Spieler mag Classic Battletech und das auf 30-25. Das heißt, wir haben eine große, große Schnittmenge, worauf sich die meisten Spieler irgendwie einigen können, was sie gerne spielen. So, jetzt kommt es aber, dass diese große Schnittmenge oder die verhältnismäßig große Schnittmenge sich halt auf verschiedene Sachen verteilt. Die einen sagen, also ich will überhaupt nicht am Computer Battletech spielen, weil ich möchte das Persönliche. Geht aber wegen Corona gerade nicht oder nur sehr eingeschränkt. Die fallen also komplett schon mal aus der Rechnung raus. Dann sagen die Nächsten, ich will aber Tabletop, weil es mir am nächsten dran ist. Dann sagt der andere, oh, das ist mir aber zu viel Aufwand. Vor allem, ich habe keinen Bock, 20 Euro für das Spiel auszugeben. Dafür, dass ich es jetzt zweimal spiele, habe ich auch schon gehört, ne? Obwohl, echt 20 Euro, Leute, ne? Und Nächsten sagen, ich kenne mich mit Classic Battletech überhaupt nicht so aus, ich will lieber HBS. Also die Verteilung in diese vier Lager ist halt relativ groß. Und damit muss ich als jemand, der eigentlich jede Variante von Battletech gerne spielt, sehr flexibel sein. Den einen Tag spiele ich das, den nächsten das und den nächsten Tag wieder das. Das so ist es. Anstrengend. Ja, aber das ist im Prinzip auch ein gutes Fazit. Man muss eigentlich, glaube ich, einfach um Spaß zu haben, grundsätzlich in dieser lustigen Zeit, in der wir gerade leben, etwas flexibel sein. Die Leute, die quasi, wie man bei uns in Österreich sagt, richtige Sturschädel sind, ne, die haben es halt schwerer und kriegen eher den Corona-Lagerkoller dadurch her, als wenn man halt ein bisschen flexibel ist. Genau. Möglichkeiten gibt es auf jeden Fall und das ist ja die gute Nachricht. Und ich würde mir jetzt aber. Ja?
Ich würde mir vielleicht Schluss haben, ich würde es mir halt wünschen, dass viel mehr Menschen oder viele mehr Battletech-Spieler der Sache auch mal eine Chance geben, sich halt auf die anderen Dinge auch mal einlassen und sagen, hey, ist ja wurscht, das Wichtige ist so das Miteinander zu spielen und sich ja dann auch einfach mal Spaß zu haben, statt zu sagen, ich bin Hardliner und will es nur auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Ja. Gute Schlussworte, denn bevor wir, möchtet ihr beide noch etwas sagen zum Thema? Probiert's aus. Also es gibt so eine große Vielfalt. Einfach mal reinschnuppern. Ja, da kann ich dem ohne nur Brei flechten. Man muss einfach die Dinge einfach mal ausprobieren. Okay. Hoshi, was ist deine Präferenz von den dreien? Meine Präferenz? Also, wie gesagt, ich spiele auch einfach gern Battledeck. HBS ist jetzt nicht eben so hundertprozentig mein Ding, weil es sich nicht so ganz anfühlt für mich wie Battledeck. Megamech habe ich ehrlich gesagt schon lange nicht mehr ausprobiert. Ich habe es ganz am Anfang von Corona mal eine Runde gespielt mit ihm, bei diesem allerersten Lockdown, und fand das eigentlich recht witzig. Hat sich nur nie wieder ergeben im Moment. Also ich würde gern wieder mal eine Runde auf Megamech spielen. Hätte nichts dagegen. Zu mir, spiel mit mir. Ja, klar, können wir gerne mal eine Runde drehen. Und wie gesagt, Tabletop Simulator habe ich jetzt selber gemacht. Gefällt mir auch gut. Muss man sich halt wirklich nur gut mit Snacks und Getränken ausstatten, weil es dauert halt echt ewig. Ja. Das ist, vielleicht sollte man auch mit einer kleineren Variante anfangen, als wir das gemacht haben. Das ist vielleicht auch eine Lösung. Aber wie gesagt, Tabletop Simulator oder Megamech finde ich beides cool und hat beides seine Daseinsberechtigung in meiner Meinung. Ja. Aber was ist deine Präferenz jetzt? Ich habe keine wirkliche Präferenz, sondern mir geht es einfach eher darum, wenn sich Leute bei mir melden und es sagt, wer spielt eine Runde Megamech mit mir, mache ich das. Und wenn wer sagt, spielt eine Runde Tabletop-Simulator mit mir, mache ich auch. Ne? Hm. Ich bin da flexibel, wie man so schön sagt. Oh. Und Onai, du nickst schon. Du bist HBS auch Battletech. Ah. Warum? Weil es ist. Du mich mal verhauen hast, den HBS Battletech. Ja, nee, das hat einfach damit zu tun, du legst los. Also du kannst in aller Ruhe da ein bisschen hin und her klicken, du kannst es halt 3D, kannst du dir das Ganze angucken. Ja, easy. Man muss dem Zuhörer dabei sagen, ohne hat die Gabe, ab und zu ist er in egal was für einem Spiel, morgen Kell. Weil ja. Da hat man hat so Situationen, zum Beispiel, ich war echt gut im 1v1 in MWO-Battles, ja, und wir hatten mal so eine Runde gedreht und ich habe wirklich mit jedem absolut den Boden aufgewischt. Wir haben da genau gegen Clan Wolf Germany haben wir da gespielt. Ja. Hm. Und egal, wer gekommen ist, ich habe jeden den Hintern versohlt und dann kam ohne. Und ich weiß nicht, was er gemacht hat, aber ich hatte einfach absolut kein Licht. Also, obwohl er gegen Gegner verloren hat vorher, gegen die ich komplett aufgemischt hatte. Ja, ne, Lucky Shot. Genau, also wenn ohne quasi seinen Morgen-Kell-Modus einschaltet, hast du keine Chance. Genau, aber im gewissen Promillegehalt. Ja. Nee, oh, das ist schon lange her. Das ist schon lange her. Olli, was ist deine Präferenz? Megamech. Auch wenn ich die anderen schätze, also es ist jetzt nicht so, dass ich die anderen doof finde, aber ich spiele am liebsten. Okay. Ich kann mich nie entscheiden. Das heißt, ich denke, vom Look and Feel gefällt mir Tabletop Simulator am besten. Auch wenn ich es jetzt noch nicht aktiv gespielt habe, sondern nur mal ein bisschen rumgeklickt habe. Vom Feeling und zum schnellen Spielen und auch zum Schauen finde ich Megamech da schon am besten, weil es vor allem beim das Berechnen einen abnimmt. Also ein ganz großes Plus. Okay, dann würde ich sagen, haben wir euch einen kleinen Einblick gegeben, wie ihr im Moment Battletech spielen könnt. Eine unserer neuen Ideen ist übrigens die Schlacht der Woche oder die Schlacht der Folge. Müssen wir mal gucken, wie wir das umsetzen. Wir wollten ja noch einmal eine Folge machen über die militärischen Operationen und wie sinnvoll die eigentlich sind. Genau, und ob es historische Vorbilder gibt. Ne? Mhm. Das möchte ich jetzt gerne mal so anteasern. Viele sagen immer so, oh, in einem Roman XY, was da beschrieben ist am Kampf, total Schwachsinn. Niemand würde das so in der Wirklichkeit tun. Ich habe mal einen Podcast mit einem anderen Gamer zusammen gemacht über World of Warships und wir haben aus einem Buch damit Infos gezogen und zwar, ich weiß nicht mehr genau, wie der Titel war, aber Great Naval Blunders oder sowas in der Richtung. Englisches Buch und zwar die größten maritimen Missgriffe der Marinegeschichte. Und das sind wirklich Sachen, die tatsächlich so passiert sind. Wenn du das in einem Buch oder in einem Film unterbringen würdest, würden es dir die Leute um die Ohren haben und sagen, niemand ist so doof, das so zu machen und tatsächlich passiert und oftmals hat es auch wahnsinnig viele Leben gerettet. Und deswegen untersuchen, was in den Büchern geschrieben ist und ob es nicht vielleicht ein historisches Vorbild irgendwo gibt,
wo es so ähnlich gelaufen ist. Um mal vielleicht ein bisschen schauen, wie nah ist Battletech oder sind die Romane an der Wirklichkeit? Vor allem muss man ja wissen, dass einige von den Battletech-Autoren ja selbst lange Zeit im Militär waren. Oder auch Military History studiert haben. Genau, also ich finde, das merkt man bei vielen Romanen, wenn man sich damit näher beschäftigt, dass das sehr viel aus der Militärhistorie gibt. Kein Film ist so blöd, dass die Realität ihn nicht überholt. Da gab es auch diesen einen Virusfilm, wo dann irgendeiner irgendwie denn losgebrannt ist und das verbreitet hat. Heute wissen wir, es gibt mehr als einen. Ja, genau. Also die Realität zeigt uns gerade mal, wie es wirklich laufen kann. Also ich halte das, wie es hier irgendwie, keine Ahnung, bei Walking Dead und so, dass da Leute einfach so schwachsinnig handeln, halte ich heute für gar nicht für unwahrscheinlich. Übrigens, es gibt eine Fun Fact, es gibt, irgendeiner hat mal ausgerechnet, wie viele Zombies in Walking Dead gibt, wie viel jeder umgebracht hat. Und er hat gesagt, die müssten irgendwie nach drei Staffeln, müsste die Welt eigentlich alle Zombies gekillt haben. Da kann es gar keine Horden mehr geben. Ah ja. Naja. Dann, wir danken euch da draußen für eure Aufmerksamkeit. Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Fragen, Wünsche, Anregungen könnt ihr uns weiter mal zukommen lassen. Wir versuchen, alles zu beantworten und auch Wünsche in der Zukunft zu berücksichtigen. Ich danke euch drei für die Zeit, die ihr euch genommen habt. Und wir werden jetzt mal schauen, dass wir jetzt gleich mal einen neuen Termin aussuchen, dass wir jetzt wieder regelmäßig dabei sind. Also, schönen Tag, schönen Morgen, schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Ciao. Sayonara. Ciao. Tschüss. Inspection successful. Well, everybody, this podcast has been terminated. But rest assured, the Battletech podcast will be back. Shutting down.